Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr am Sonntag wieder mit dabei seid. Heute ist ein trübes, tristes Wetter und da passt es doch ganz gut, vielleicht ein Video zu schauen. Und heute soll es um Bücher gehen, die ich im letzten Jahr gelesen habe, die sehr gut waren, aber für mich kein Highlight. Also sagen wir mal, wo vielleicht ein halber Stern oder ein Stern gefehlt haben. Ich habe da mal 2, 4, 6 Bücher rausgesucht, die diese Kriterien haben. Und ja, möchte sie euch gern vorstellen. Bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen. Ja, und somit wäre es dann Werbung. Das erste Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, ist ein Buch von Judy Picoult und heißt Schuldig. Es ist im Piper Verlag erschienen, aber sie hat ja mittlerweile auch viele Ausgaben, die nochmal rausgebracht wurden in anderen Verlagen oder als Taschenbuch. Das ist wohl auch ein älteres. Ich glaube, das ist 2006 erschienen oder da hat sie es rausgebracht und 2011 wurde es bei Piper veröffentlicht. Ja, worum geht es in diesem Buch? Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die 14-jährige Trixie Daniels, Trixie, so, und sie ist der Augenstern von ihrem Vater Daniel. Denn Daniel kümmert sich um seine Tochter, während seine Frau Karriere macht und einen guten Posten, ich glaube, an einer Universität hat. Sie macht dort Karriere und damit ist er aber voll und ganz zufrieden, denn er ist Comiczeichner, kann somit zu Hause arbeiten und sich um seine Tochter kümmern. Sie ist sein Augenstern und ist jetzt sozusagen, als diese Geschichte beginnt, in der Pubertät. Sie hat einen Freund und sie führt eigentlich ein richtig gutes Leben. Also sie ist behütet, sie ist sehr beliebt, sie hat viele Freunde, sie hat auch einen Freund. Der ist 2 Jahre älter als sie und ist ein angehender Eishockeystar. Hofft auf ein gutes Stipendium. Und ja, dieses ganze Familienidyll wird eines Tages aus den Angeln gehoben, weil Trixie eines Abends vollkommen aufgelöst nach Hause kommt. Sie war auf einer Feier und es ist so, dass ihr Freund Jason plötzlich ja, sozusagen seine Begierde umgeschlagen ist in roher Gewalt und er hat Trixie wohl vergewaltigt. Mit dem Moment oder von dem Moment an, wo er erfährt, was Trixie widerfahren ist, erwacht in ihm eine unbändige Wut. Diese Wut rührt aus Kindheitstagen her. Als er in Alaska noch gelebt hat und dort einiges passiert ist. Wenig später wird Trixies Freund tot aufgefunden und natürlich denkt der ganze Ort, dass Trixies Vater Daniel diesen Mord begangen hat. Es ist so eine richtige Maschinerie, die plötzlich losgeht und man sieht, wie es ist, wie Leute vorschnell urteilen, wie man sich ganz schnell eine Meinung bildet, auch aufgrund von Hetzerei. Und ich muss sagen, dieses Buch hat mir richtig gut gefallen, weil wir erfahren halt von Trixie einiges. Es ist auch so, dass diese ganze Geschichte die Ehe von Daniel und seiner Frau belastet, die auch schon in der letzten Zeit so ein bisschen auf wackeligen Beinen stand. Und eines Tages ist Trixie dann auch noch verschwunden und ja, sie macht sich halt auf den Weg nach Alaska in den Ort, wo ihr Vater gelebt hat.
Und diese ganzen familiären Missstände, die erzählt Julie Picoult richtig gut. Also das hat mir mega gefallen, wie sich die Dramatik zuspitzt, wie aber auch ja, einige Menschen aus dem Umkreis der Familie auch so ihre kleinen Geheimnisse haben oder wie schnell sie urteilen, was aber auch so eine Geschichte mit einer Familie macht, wenn überall gehetzt wird, wenn dann auch noch Dinge ans Tageslicht kommen und ja, wie gesagt, plötzlich dieser Junge auch noch tot aufgefunden wird. Und bis zum Ende ist es richtig spannend. Wir erfahren nachher immer mehr, was sich zugetragen hat an dem Abend, was Realität ist, was richtig ist, was falsch ist. Und zum Ende hin spielt sich dann die Geschichte auch noch in Alaska ab, nämlich an dem Ort von Daniels Jugend. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das, was Julie Picoult in Alaska aufzeigt, nämlich wie die Menschen dort leben, dass es nicht einfach ist, das Leben, das hat mir sehr gut gefallen. Und das war auch so mein Kritikpunkt an dieser Geschichte. Ich finde, Alaska ist irgendwie zu kurz gekommen. Also ich hätte mir noch mehr gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr aus seiner Kindheit erzählt worden wäre. Aber das tut dieser ganzen Geschichte nichts ab. Ich habe die letzte Zeit einige Bücher von Julie Picoult schon gelesen und es waren nicht alle gut. Also ich habe so 2-3 Highlights, aber ich habe auch 2 Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben. Und dies war, wie gesagt, einer der Bücher, die richtig gut waren. Ich habe dem Buch, glaube ich, 4 oder 4,5 Sterne gegeben. Aber mir fehlte noch so ein Quäntchen dazu, dass es ein Highlight-Buch wird. Nichtsdestotrotz, eine super Geschichte, die ich euch gut empfehlen kann. So, die nächste Geschichte, die ist von Rudika Dönert und ist im Lago Verlag erschienen und heißt Der Palast. Zu diesem Buch gibt es eine Verfilmung, die im ZDF lief. Und ja, das ist so eine Ost-West-Geschichte. Und diese Geschichte handelt auch von der DDR und eben, ja, praktisch da, wo die Mauer noch stand, und handelt von, ja, zwei Familien, nämlich die eine, die in der DDR lebt und die andere, die im Westen lebt. Die Geschichte startet in Ost-Berlin 1989. Und ja, es ist so, dass es kurz vor Mauerfall ist und die Genossen, die glauben immer noch, dass sie, dass der Sozialismus praktisch nicht aussterben wird, dass sie trotzdem alles besiegen werden. Und man steht kurz davor, den 40. Jahrestag der DDR zu feiern. Und es ist so, im Friedrichstadtpalast, wo große Veranstaltungen stattfinden, da soll eine Jubiläumsshow stattfinden als Höhepunkt des 40. Jahrestags. So. Und wir haben eine Hauptprotagonistin, das ist nämlich Christine Steffen, die ist Tänzerin an diesem berühmten Friedrichstadtpalast. Sie tanzt in einer Girl-Reihe und hofft, dass sie ja, endlich ihr ersehntes Solo bekommen. So, auf der anderen Seite haben wir, wie heißt sie denn noch? Ja, Marlene, ich kam jetzt nicht drauf. Haben wir Marlene. Marlene lebt im Westen. Ihr Vater hat eine große Firma, sie arbeitet dort und es sollen jetzt zukünftig, um die Firma, die jetzt gerade so ein bisschen in Schieflage geraten ist, zu retten, sollen Verträge mit der DDR ausgehandelt werden. Und Marlene fährt anstelle ihres Vaters hinüber, um dort die ganzen Geschäfte abzuwickeln. So, damit sie ja auch was Schönes dort erlebt, haben sich die Genossen überlegt, dass sie abends eine Show von
in dem berühmten Friedrichstadtpalast besuchen darf. Und das macht sie auch. Und sie ist hellauf begeistert von den ganzen Girls, die dort tanzen, von der Farbenpracht, von der Musik und der Fülle und wie alles halt super geplant ist. So, aber während sie diese Show guckt, fällt ihr auf einmal auf der Bühne eine Frau auf, die ihr ja ziemlich ähnlich sieht, nämlich die ihr völlig aus dem Gesicht geschnitten aussieht. Und sie kann das gar nicht glauben und wundert sich und fragt sich, wer ist diese Person? Nach der Show verfolgt sie diese junge Frau und findet raus, wo sie wohnt. Und hat vor, am nächsten Morgen, bevor sie die DDR wieder verlässt oder Ost-Berlin, hat vor, nochmal diese Frau aufzusuchen und ja, zu fragen, wo sie herkommt, wer sie ist und so weiter. Und es ist so, am nächsten Morgen stehen die beiden sich gegenüber und es ist sofort eine Verbundenheit da. Und ja, beide finden heraus, dass sie wohl Schwestern sein müssen. Die Christine sagt, dass sie mit ihrer Mutter alleine lebt. Ich glaube, dass ihr Vater tot ist. Und ja, Marlene sagt, dass sie von ihrem Vater auch großgezogen worden ist, aber dass ihre Mutter irgendwann ja auch weggegangen ist und gestorben ist, sozusagen, ja. Christine muss noch einige Male wieder rüber, immer mal wieder in die DDR und die beiden Frauen treffen sich von nun an regelmäßig. Und irgendwann, ja, kommen sie zu dem Schluss, dass sie die Rollen tauschen müssen, weil jeder den anderen kennenlernen möchte, nämlich Christine ihren Vater und Marlene ihre Mutter. So, und dann werden halt noch ja, die Rückblicke erzählt, wie es damals war mit den Eltern, wie sie sich kennengelernt haben, warum sie sich getrennt haben und. Also dieses Buch hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Diese Geschichte der beiden Frauen, die total unterschiedlich erzogen worden sind und in anderen Welten gelebt haben. Marlene im Westen, die wirklich alles hatte im Überfluss. Dann haben wir Christine im Osten, die eigentlich auch ein ganz tolles, freies Leben führt. Und ja, wie die beiden Frauen sich annähern, sich näher kennenlernen, aber auch wie sie ihre Wurzeln suchen und eben ja, immer mehr über den anderen erfahren. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall zum Highlight-Buch hat mir eine Kleinigkeit gefehlt. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Geschichte echt gut. Und ich habe mir nach dem Lesen des Buches auch die Serie in der Mediathek angeschaut. Und fand das dann nochmal richtig gut, das sozusagen ja, zu sehen. Ist ein Buch, was ich euch empfehlen kann, wer sich für die Geschichte von Ost und West interessiert und halt eine Familiengeschichte noch dabei haben will, für den ist dieses Buch. Ich fand's gut, es war kein Highlight-Buch, aber eben auch eine grandiose Geschichte. So, das nächste Buch, was ich für euch habe, das haben ganz viele gelesen, das ist von Charlotte McGonaghy, Wo die Wölfe sind. Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen. Und das ist auch eine Geschichte, die mir richtig gut gefallen hat. Es geht darum, ja, eine tiefe Liebe zur Natur. Und wir haben als Hauptprotagonistin Enity Flynn. Die kommt nach Schottland, um Wölfe in den Highlands wieder anzusiedeln. Sie ist Wissenschaftlerin und sie weiß auch, dass diese Tiere oder diese wilden Tiere die einzige Rettung für die zerstörte Landschaft sind. Und sie hofft natürlich auch als Frau auf einen Neuanfang. Sie wird beauftragt von einem Millionär, der das Ganze finanziert und ja, der das gerne vorantreiben möchte. Aber natürlich stoßen sie auf eine Mauer,
nämlich der Leute, die dort leben, Bauern, Farmer, die eben ja, das nicht so toll finden, weil sie Angst haben, ja, ihre Tiere tot aufzufinden. Und ja, sie haben Ängste, weil es natürlich auch auf den Farmen Kinder gibt und die Familien haben halt Angst, dass der Wolf halt auch Menschen anfällt und haben so ein Bild der Bestie vor sich. Und es ist total toll, wie Inity das Ganze angeht. Sie lernt dabei noch den Sohn von dem Besitzer oder von diesem ja, reichen Mogul kennen, der das alles finanziert. Der ist ein Kriegsveteran und ist verletzt und erholt sich sozusagen von seinen Wunden, aber er ist auch total verbittert und hat auch in seinem Innern Kämpfe auszufechten, die halt mit seinem Vater zu tun haben. Und im Grunde genommen wehrt er sich gegen alles, was sein Vater machen will und macht es schlecht. Und nun stoßen diese beiden Charaktere aufeinander und ja, Einti, ich glaube, sie wird Einti ausgesprochen. Einti ja, versucht ihn für die Wölfe zu begeistern und für das, was sie tut. Und versucht diesen Mann zu verstehen. Aber auch er ja, versucht immer mehr Verständnis für Einti aufzubringen. Und wir erfahren von seiner Geschichte, warum er so ist, wie er ist, was in seiner Kindheit auch vorgefallen ist, das ihn geprägt und geformt hat. Und ja, das hat mir total gut gefallen, auch die Naturbeschreibungen. Und ich konnte mich da gut hineinversetzen. Ich konnte sowohl die Seite der Menschen verstehen, die dort leben und Angst haben, aber ich konnte auch die Seite von Einti verstehen, die ja, versucht, diese Tiere dort wieder anzusiedeln. War ein tolles Buch. Es war allerdings kein Highlight-Buch für mich, weil mich so zwei, drei Dinge gestört haben. Aber ja, es war schon fesselnd. Und ich finde, dass Charlotte McGonaghy ja, da eine tolle Atmosphäre geschaffen hat und auch diese Naturbeschreibung. Fand ich richtig gut und ja, kann euch das Buch nur empfehlen. Solltet ihr es noch nicht gelesen haben, war eine tolle Geschichte, also von daher rate ich euch, das Buch vielleicht doch noch mal euch näher anzuschauen und es vielleicht doch zu lesen. Ja, so, dann habe ich ein Buch von Daniela Kriem. Von Daniela Kriem habe ich ja Der Brand gelesen. Das fand ich sensationell, das war ein Highlight für mich und ich habe auch das Buch hier von Daniela Kriem, Die Liebe im Ernstfall, jetzt im letzten Jahr gelesen. Und das Buch hat mir auch richtig gut gefallen, aber ich muss sagen, es kam an den Brand nicht heran. Also definitiv nicht. Die Liebe im Ernstfall ist, ja, handelt von fünf Frauen, nämlich von Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich halt schon ganz lange und ihre Lebenslinien sind miteinander verkreuzt. Sie kennen sich kannten sich schon als Kinder und Jugendlichen. Sie erlebten zusammen den Fall der Mauer. Und wovor Grenzen und Beschränkungen waren, da ist nun Bibelfreiheit. Aber sie müssen halt auch erkennen, dass Freiheit auch nur eine andere Form von Zwang ist, nämlich den Zwang, jeden Tag zu wählen, sein eigenes Leben zu wählen, sein Schicksal zu wählen und seinen Lebensweg. Und dieses Buch erzählt immer jeweils sozusagen eine Momentaufnahme der einzelnen Frauen. Also wir erfahren nicht deren ganzes Leben, sondern immer nur so Ausschnitte. Die fünf Frauen sind alle innerhalb der Grenzen der DDR aufgewachsen. Und
ja, sie bekommen natürlich mit dem Fall der Mauer diese ganzen Freiheiten, die es gibt, dass man halt auch eine Option hat, dass man eben immer wählen kann. Und es ist so, wir haben einmal Paula, die lernt an einem heißen Sommerabend ihren zukünftigen Mann kennen. Sie bekommen ein Kind, aber das Kind stirbt. Und ja, und die Trauer reißt irgendwie alles auseinander. Dann haben wir Judith, sie ist eine versierte Ärztin, sie ist eine kultivierte Frau. Und sie sucht halt den Mann fürs Leben, aber da hat sie eine Art an sich, naja, die nicht so toll ist. Also sie sucht immer jemanden fürs Bett und meint dadurch eben, dass sie ja den Mann fürs Leben dadurch findet. Sie wird dann eines Tages schwanger und treibt eben das Kind heimlich ab, weil in ihrem Leben ihrer Meinung nach so etwas keinen Platz hat. Dann haben wir Brida, die ist Schriftstellerin, sie hat Kinder und reibt sich zwischen Job und Kindern immer wieder auf. Und dann haben wir noch Malika, das ist eine Frau, die war als Teenager ja ein vielversprechendes Geigentalent, aber ja, deren Hoffnung auf eine große Karriere, die verlöscht, und ihr Mann verlässt sie eines Tages und sie steht halt mit den Kindern alleine da. Und dann gibt es noch Jorinde, das ist Malikas jüngere Schwester. Die ist erfolgreich und interessant und die hat alles, was Malika nicht hat. Und sie macht ihrer Schwester ein unerhörtes Angebot. Also, das Buch hat mir eigentlich recht gut gefallen. Ja, weil wir an die Frauen näher rankommen, weil sie sehr verschieden sind und weil die ganze Geschichten miteinander verknüpft sind. Aber da wir immer noch nur so Momentaufnahmen hatten, hat mir aber auch bei der einen oder anderen Geschichte irgendwie so ein bisschen gefehlt. Deswegen war es für mich kein Highlight-Buch. Daniela Kriem hat wieder super toll das Ganze geschrieben und hat auch so einen klaren Blick auf die einzelnen Frauen, was uns halt zeigt, ja, mit was für Problemen die einzelnen Frauen im Leben zu kämpfen hat. Und man kann sich ganz gut mit denen auch teilweise identifizieren. Denn es ist ja nun mal so, so fortgeschritten wir auch sind, für viele Frauen ist das Leben nicht einfach, nämlich Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und in vielen Familien ist es nun mal so, dass alles an der Frau hängen bleibt und man immer so ein Spagat macht zwischen eben dem, was man will und dem, ja, was man geben kann. Hat mir auch gut gefallen, das Buch. Wie gesagt, war kein Highlight-Buch. Da fehlte mir doch so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz kann man das Buch gut empfehlen. Und hier ist auch wieder so ein bisschen diese Geschichte DDR, Fall der Mauer und wie entwickeln sich die Leute danach. Ja. Wie gesagt, das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Daniela Kriem, Die Liebe im Ernstfall. So, dann habe ich ein Buch gelesen, das ist von Franziska Fischer aus dem Dumont Verlag und heißt In den Wäldern der Biber. Dieses Buch wird sehr unterschiedlich rezensiert. Die einen finden es gut und dann gibt es wieder Leute, die sagen, oh, habe ich mir was ganz anderes drunter vorgestellt. Als dieses Buch rauskam, war gerade so eine Welle, wo es viel so um Natur geht und ja, die tollen Naturbeschreibungen und Tierbeschreibungen. Und in diesem Buch geht es auch um Naturschutz und nämlich auch um den Schutz der Biber. Aber vordergründig geht es hier halt um eine Familiengeschichte. Es geht hier um Alina. Alinas wohlgehütetes Leben gerät so ein bisschen ins Wanken und sie lebt normalerweise im hektischen Frankfurt und hat früher als Kind viel ihre Ferien bei dem Großvater und der Großmutter in einem kleinen Dorf verbracht. Sie hat dort Kontakte gehabt, aber irgendwann hat ihre Mutter diesen Kontakt unterbunden
und wollte nicht mehr, dass ihre Tochter eben Kontakt zu den Großeltern ihres Mannes hat. Und jetzt gerade so in diesem Stück Lebensabschnitt, wo Alina sich befindet, kommen ihr wieder so Erinnerungen an die Großeltern, dass sie sich dort wohlgefühlt hat, dass ihre Großeltern viel Verständnis für sie hatten. Und sie beschließt erstmal so ein, zwei Tage zu den Großeltern oder sprich zum Großvater zu fahren, denn die Großmutter ist tot, um dort zur Ruhe zu kommen, runterzukommen und sich Gedanken zu machen, ja, wie denn nun ihre Zukunft aussehen soll. So, und als sie dort ankommt, merkt sie, dass der Großvater im Grunde genommen schon sehr einsam ist und auch so in, ja, in seiner eigenen Welt lebt, aber dass er trotzdem auch viele Kontakte zu Nachbarn hat und dass er eben auch sich für Biber engagiert. Er ist in so einem Verein, die sich um den Erhalt der Biber kümmern und die auch aufpassen, dass in den nahegelegenen Wäldern ja, alles so bleibt, wie es ist und die Umwelt nicht zerstört wird. So, Alina ist nun dort und ja, sie macht diese ganz typischen Arbeiten. Also sie arbeitet im Garten, sie geht auch mit ihrem Großvater mal in den Wald, um die Biber zu beobachten. Sie kocht Marmelade und sie knüpft wieder Freundschaft mit alten Bekannten, mit denen sie früher mal auch gespielt hat oder zusammen war. Ja, aber um die sie sich irgendwann nach dem Fortgang nicht mehr gekümmert hat. Und das macht dieses Buch auch so für mich so, so toll, dass diese ganzen sozialen Verbindungen hier so schön beschrieben werden und wie man sich wieder näher kommt und entdeckt, was mit den einzelnen Leuten im Laufe der Jahre passiert ist. Denn jeder verändert sich ja auch, wenn er erwachsen wird. Und sie hat da so eine Nachbarin, mit der sie wieder Freundschaft schließt. Und die hat auch einen Bruder, den sie kennenlernt, den sie von früher her kennt, aber der ihr gar nicht mehr so auf dem Schirm war. Und in dieser Idylle macht sie sich natürlich dann auch Gedanken über ihr Leben. Wie soll es weitergehen, beruflich, aber auch privat? Und sie merkt im Grunde genommen, ja, dass sie sich immer mehr wohlfühlt halt in diesem Dorf, wo es halt sehr landschaftlich ist, wo halt, ja, es große Gärten gibt, wo jeder jeden noch kennt und man füreinander da ist, sprich, dass man Nachbarn mal zum Essen einlädt oder man macht Marmelade und gibt ja den Nachbarn, Freunden einfach was ab. Also ich muss sagen, mir hat das Buch gut gefallen, wirklich sehr gut. Ich fand diese menschlichen Verbindungen toll. Ich habe auch erst gedacht, dass ein bisschen mehr auf die Natur eingegangen wird, eben auf die Wälder. Aber letztendlich hat mir die Geschichte einfach gut gefallen, weil es hier eben vordergründig um die menschlichen Beziehungen ging und erstmal das Verhältnis Großeltern. Ich war als Kind auch viel bei meinen Großeltern oder bei meiner Großmutter und habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Und ich finde, ich konnte das auch gut nachempfinden. Aber ja, man merkt auch, wie es ist, auf einem Dorf zu leben und wie man die Natur schätzen kann und dass es schon einen Unterschied gibt, von Stadt zu Land. Ich fand das Buch gut. Letztendlich haben mir da so ein paar Kleinigkeiten auch wieder gefehlt, sodass das Buch von mir, glaube ich, auch 4 Sterne oder 4,5 bekommen hat. Und es war halt kein Highlight-Buch, aber nichtsdestotrotz fand ich das Buch gut. Ja, und kann es euch nur empfehlen. Ja, Leute, das letzte Buch, das ich euch nun vorstellen möchte, ist von Sam Lloyd und heißt Der Mädchenwald. Es ist ein Thriller aus dem Rowohlt Polaris Verlag. Und ja, auch dieses Buch hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, aber es war eben kein Highlight. Im Mittelpunkt dieser Geschichte geht es um Elijah. Elijah ist Einzelgänger. Er lebt mit seinen Eltern in einer Hütte im Wald. Er kennt keine Handys, kein Internet. Und er weiß ganz genau, dass es nicht richtig ist, dass in einem Keller unter der Erde
Mädchen gefangen gehalten werden, jeweils immer eins. Und er weiß auch, dass er eigentlich davon jemandem erzählen müsste, was dort passiert. Aber er weiß auch, wenn er das tun würde, würde man auch sein Geheimnis entdecken. Und naja, das geht es auf jeden Fall zu wahren. Jedes Mal, wenn so ein Mädchen in dem Keller ist, versucht er eine Verbindung mit diesem Mädchen einzugehen oder sagen wir mal so, er versucht Kontakt aufzunehmen und ihr Vertrauen zu gewinnen, weil er ist eben auch sehr einsam und braucht irgendwo Freunde. Jetzt ist es so, dass wir in diesem Keller Eliza haben. Eliza ist ein junges Mädchen, das auf dem Weg zu einem Schachturnier war mit ihrer Mutter und die unterwegs Halt machen in einem Restaurant, wo sie nochmal ja, was zu sich nehmen. Und ihnen fällt auch schon auf, dass dort in dem Laden so ein komisches Ehepaar sitzt, aber sie nehmen es alles nicht richtig zur Kenntnis. Und es ist so, dass Eliza zum Auto möchte, um etwas zu holen. Und ihre Mutter sagt noch, nein, lass mich gehen. Aber Eliza sagt, Mensch, Mama, das ist doch nur kurz bis zum Auto. Ich hole die Sache und ja, bin dann sofort wieder hier. Und es ist halt so, dass Eliza verschwindet. Mit ihrem Verschwinden geht die Suche natürlich nach ihr los. Es wird nach ihr gefahndet. Es werden über Fernsehen Ansprachen gehalten und dass man auf der Suche ist. Als Eliza nun in diesem Keller ist, merkt sie, dass irgendwann täglich ja, Eliza auftaucht und irgendwann wird ihr auch klar, dass er die einzige Verbindung zur Außenwelt für sie sein kann und dass er ihr eventuell helfen könnte. Sie versucht, das Vertrauen des Jungen zu gewinnen, aber merkt ganz schnell, dass das auch nicht so leicht ist, wie sie gedacht hat, denn er macht zwar einen dummen, zurückgebliebenen Eindruck, aber er ist gar nicht so dumm, wie sie anfangs meint. Er ist sogar relativ schlau und gerissen. Sie versucht ihm mit einfachen Hilfsmitteln Schach beizubringen und es beginnt so etwas wie eine Art Freundschaft, zumindest in den Augen von Eliza. Ja, diese Geschichte hat mir unheimlich gut gefallen. Wir gehen so ein bisschen in die Psyche von Eliza, erfahren etwas aus seinem Leben, aus seinem Umfeld und ja, auch mit den Leuten, mit denen er so zusammen ist, was das für Menschen sind und wie abgebrüht sie sind und was für eine Rolle Eliza in diesem Spiel spielt. Und wir bekommen natürlich auch die Angst von Eliza zu spüren. Also man merkt ganz schnell, dort muss es bitterkalt sein. Sie hat so gut wie kein Licht und sie kriegt kaum was zu essen. Und also es ist schon eine deprimierende Stimmung, die man ganz schnell nachempfinden kann. So, irgendwann nimmt die Geschichte ihren Lauf und am Ende gibt es so einen Twist und ja, wie das Ganze aufgedröselt wird, wie ich immer so schön zu sagen pflege, das ist Wahnsinn. Also was nachher rauskommt, damit hätte ich nicht gerechnet. Deswegen, das Buch ist schon ein richtig, richtig gutes Buch, aber mir haben doch so ein paar Kleinigkeiten wieder nichts am Ende so gefehlt, um zu sagen, ja, es ist ein Highlight-Buch. Ich kann euch das Buch wirklich gut empfehlen. Es ist gut geschrieben, man kommt da auch relativ schnell und gut durch. Die Charaktere sind schon interessant, weil es spielen noch andere Menschen in dieser Geschichte eine Rolle. Aber die möchte ich euch natürlich jetzt nicht verraten. Und ob Eliza nachher wirklich freikommt und was es mit Eliza auf sich hat, das müsst ihr natürlich selber lesen, aber ein richtig gutes Buch, lag wirklich ein Jahr auf meinem Sub und hätte schon viel eher gelesen werden müssen und deswegen bin ich jetzt so froh, dass ich es im letzten Jahr getan habe, es gelesen habe und ja,
diese Mega-Geschichte sozusagen endlich erfahren habe. Ja, das waren meine 6 Bücher, die richtig gut waren im letzten Jahr, keine Highlights waren, aber nichtsdestotrotz lesenswert waren, empfehlenswert sind. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Buch davon, das ihr noch nicht kennt und wo ihr sagt, oh ja, ich glaube, ich sollte das mir doch mal ein bisschen näher anschauen. Es ist ja wirklich oft so, dass wir Bücher auf unserem Sub haben. Bei einigen stört uns ja vielleicht die Dicke und man fliegt nachher nur so dadurch. Und bei anderen sagt man, ach ja, mir ist da gerade nicht nach. Und irgendwann, wenn man die Bücher liest, denkt man nur, boah, warum habe ich es nicht schon viel eher gelesen? Ja, das waren Bücher, die ich auch letztes Jahr von meinem Sub befreit habe. Es waren nur 2 neue Bücher waren auch dabei. 3. So, 3 neue Bücher, 3, die schon etwas länger auf dem Sub lagen. Und ich kann euch all diese Bücher auch nur empfehlen. Ja, das war's für heute. Mir bleibt nur zu sagen, es wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Natürlich würde ich mich auch über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Aber vorrangig geht es mir darum, dass ihr eben ja, gute Büchertipps bekommt und euch vielleicht auch sagt, okay, ich probiere mal das ein oder andere Buch. Ja, das war's für heute, Leute. Und mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut. Wir sehen uns.